Eine Kissenschlacht als Protestaktion. Bürger wehren sich auf kreative Weise gegen Polizeipräsenz und Kontrollen. Eine von vielen friedlichen Demonstrationen in diesen Tagen und Wochen in Hamburg. Immer mit dabei die Journalisten des Online-Nachrichtenmagazins Mittendrin. Sie berichten direkt per Smartphone von vor Ort. Man hat ja festgestellt, dass viele Medienberichte teilweise nicht der Wahrnehmung vieler Leute im Gefahrengebiet entsprochen haben. Und ja, deswegen fand ich es eigentlich wichtig, vor Ort zu sein, mir selbst einen Eindruck zu verschaffen und ja, vor allen Dingen auch diesen Eindruck dann weiterzugeben. Natürlich immer mit dem Hinweis, dass es nur das ist, was ich gerade sehen kann. Wir haben eine Lücke gesehen in der Berichterstattung, eben Dinge einfach auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, näher dran zu sein, einmal hyperlokal zu arbeiten, zum anderen aber auch crossmedial und vor allem multimedial. Sie verlassen sich nicht auf Agenturmeldungen und Polizeiberichte, sondern versuchen bei allen Aktionen und Demonstrationen selber dabei zu sein. Gibt es Ausschreitungen oder bleibt alles friedlich? Dafür ziehen sie jeden Abend stundenlang durch die Stadtviertel. Man kriegt ja dann meistens doch vom Hören oder Sehen mit, wo was passiert. Ja. Geht den Menschenströmen hinterher oder bekommt eben dann halt Hinweise über Leute, die man kennt. Hinweise bekommen sie vor allem auch über die sozialen Netzwerke. Wie dem Kurznachrichtendienst Twitter. Mittlerweile folgen ihnen da fast so viele Menschen wie dem Hamburger Abendblatt. Einige hundert Tweets haben sie allein in den letzten Wochen abgesetzt. Die Redaktionskonferenz findet in einem privaten Wohnzimmer statt. Fast alle hier sind Studenten. Und 20 bis 23 Uhr? Ja, kann ich mal. Okay, ist Matthias dabei? Cool. Haben wir noch wen, die so zweit sind? Finanziert wird das Online-Magazin vorwiegend über Spenden. Vor einem Jahr haben sie Mittendrin gegründet, mit dem Ziel Berichterstattung ausschließlich aus dem Hamburger Bezirk Mitte. Sogenannter Hyperlokaljournalismus. Journalismus vor der Haustür. Jonas ist sowieso den ganzen Tag durchgehend hier, den schreibe ich immer. Es gibt für diesen Bezirk eben keine Lokalzeitung. Es gibt das Hamburger Abendblatt, das aber für ganz Hamburg berichtet. Und man kann also nicht so diese kleinen lokalen Geschichten erzählen, wie das ein lokaleres Magazin kann. Und wir waren mit der Berichterstattung auch nicht immer so zufrieden, wie es eben über die lokalen Vorgänge gelaufen ist, gerade im Bereich der Bezirkspolitik. Frust über die etablierten Lokalmedien empfinden sie auch bei der Berichterstattung über die Konflikte in Hamburg. Für sie schauen die Medien zu viel auf Krawalle und zu wenig auf friedlichen Protest. Die Berichterstattung, also es ist ja wirklich eine Schere, die auseinandergeklafft hat, manchmal zwischen dem, was wir vor Ort gesehen haben und was am nächsten Tag passiert ist. Wir haben zum Beispiel, also da ist eine große friedliche Demo mit über 600 Leuten auf St. Pauli und am nächsten Tag wird hier in großen Boulevardblättern erstmal Schusswaffengebrauch irgendwie gefordert, so auf dem Titel. Das ist für mich verantwortungslos. Sie wundern sich auch, wie schnell Meldungen der Polizei übernommen werden, offenbar ohne eine zweite Quelle zu befragen. So wird eine Pressemitteilung der Polizei Ende Dezember flott zur markigen Titelzeile. 30 bis 40 zum Teil vermummte Personen sollen die Davidwache angegriffen haben. Die Hamburger Morgenpost titelt daraufhin reißerisch: Vermummte greifen Davidwache an. Das Hamburger Abendblatt spricht vom Angriff auf die Davidwache. Und auch der NDR berichtet im Hamburg-Journal. Bis zu 40 Vermummte stellen sich vor das Revier und brüllen beleidigende Sprüche gegen die Beamten. Als diese daraufhin rauskommen, attackiert die Gruppe sofort die Polizisten mit Flaschen und Steinen. Die Redaktion von Mittendrin hingegen berichtet zunächst nicht über den vermeintlichen Angriff vom 28.12., denn sie finden weder Augenzeugenberichte noch Videos im Internet, die die Pressemitteilung belegen. Der 28. war ein Samstag auf der Reeperbahn, eigentlich Hochzeit bei Partygängern und sonstigen, da ist viel los. Und ich denke mal, heutzutage hat jeder ein Handy dabei und wenn Flaschen und Steine auf die Davidwache fliegen, müsste eigentlich jemand sein Handy gezogen haben und gefilmt haben. Hat aber keiner, das hat mich stutzig gemacht. Mittlerweile kommen weitere Zweifel an der Version der Polizei auf. Ob und wie genau der Angriff abgelaufen ist, ist bislang nicht geklärt. Um bei solchen Vorfällen künftig noch schneller vor Ort zu sein, wird in der Redaktionskonferenz von Mittendrin eine neue App vorgestellt. Call a Journalist heißt sie. Bürger können künftig die Mittendrin-Journalisten direkt zum Ort des Geschehens rufen. Und es wäre dann so, dass man halt eben diesen Button drücken kann, wenn man gerade eben sieht, hier findet jetzt im Gefahrengebiet eine Spontandemo statt oder ich werde gerade selber kontrolliert. Wir haben gestern schon erlebt, dass die Leute einfach auch ganz verwundert sind. Hey, ihr kommt ja wirklich? So wie am Abend nach der Kissenschlacht.
Ein Alarm per App ruft die Journalisten in eine Seitenstraße auf St. Pauli. So kommen sie noch rechtzeitig und können beobachten, wie die Polizei anrückt und sich wieder ein Protest formiert. Auch nach Auflösung des Gefahrengebiets wollen die Journalisten von mittendrin die Call a Journalist-App weiter nutzen, um immer möglichst nah dran zu sein, wenn was passiert. Der Job eines Lokaljournalisten eben.